Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Frau Dr. Kramm, wir haben ja uns in den vergangenen Stadtforen mit dem Thema Wohnen, Energie, Klima ausführlich beschäftigt. Heute wollen wir uns dem Thema Arbeiten zuwenden, also Berlin Strategie 2.0, Arbeiten und Wohnen in der offenen Stadtgesellschaft. Denn neben den wachsenden Einwohnerzahlen in unserer Stadt wächst ja auch die Zahl der Erwerbstätigen, wächst die Wirtschaft in erheblichem Maße. Die Erwerbstätigenzahl stieg 2015 um 2% und das ist der höchste Zuwachs von allen Bundesländern. Und seit Mai diesen Jahres haben wir erstmals seit Mauerfall eine Arbeitslosigkeit unter 10%. Das sind immer noch 9,8%, also 9,8% sind es genau, 9,8% zu viel, aber die Arbeitslosigkeit hat sich in der Stadt seit 2004 halbiert. Und das hat nicht nur was mit der demografischen Entwicklung zu tun, sondern eben auch mit der Wirtschaftsentwicklung in unserer Stadt zu tun. Also der Trend an dieser Stelle ist positiv, es entstehen permanent neue Arbeitsplätze. Und die starke Position Berlins in den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Kreativwirtschaft wirkt sich dort positiv auf Gründung und Unternehmensentwicklung aus. Also Berlin ist eine beliebte Metropole und verändert sich rasant. Und die Herausforderungen auf dem Gebiet der Entwicklung des Arbeitsmarktes bringen natürlich auch verschiedene Probleme mit sich, die bewältigt werden müssen. Beispielsweise ist die Nachfrage nach Büroflächen in der Stadt wieder deutlich spürbar. Steigende Preise zeigen das. Und wir brauchen bei den Büroflächen in Berlin mehr attraktive, vielfältige und flexible Angebote, repräsentative Bürogebäude, die lange in der Stadt nicht nachgefragt waren. Ich erinnere mich noch gut daran, dass wir darüber diskutiert haben, dass wir großen Büroflächenleerstand in der Stadt haben. All das gehört letztendlich der Vergangenheit an und es macht sich deutlich bemerkbar, dass es einen Wettbewerb um Flächen in der Stadt gibt. Also die Flächenkonkurrenz wird größer. Ich merke das daran, dass zahlreiche Eigentümer von Gewerbeflächen zu mir kommen und sagen, sagt mal, ihr braucht doch Wohnungen, könnt ihr nicht hier eine Gewerbefläche einfach umwandeln? Mit der Attitüde, uns helfen zu wollen. Andererseits natürlich ist klar, dass auf diese Art und Weise höherer Gewinn zu machen ist. Wir haben also eine starke Konkurrenz und es geht darum, die klassischen Gewerbenutzungen, also normale Handwerksbetriebe beispielsweise, produzierendes Gewerbe in der Stadt, aber auch Kreativwirtschaft und Kunstproduktion vor wirtschaftlich stärkeren und lukrativeren Entwicklungen zu schützen. Warum machen wir das? Weil wir nicht alle von Dienstleistungen leben können. Weil Berlin auch in 10, 20, 30 Jahren noch Entwicklungspotenziale braucht. Entwicklungspotenziale auch für produzierendes Gewerbe braucht. Wir haben das ja gerade in der Wirtschafts- und Finanzkrise gesehen, wie stark das London, die ausschließlich auf Finanzdienstleistungen setzen, getroffen hat. Also wenn Berlin Erfolg haben möchte, im Unterschied zu anderen Metropolen, die mal aufsteigen und dann wieder verglühen, wenn wir den Erfolg, den Berlin-Boom, den wir gerade erleben, dauerhaft gestalten wollen, dann braucht er auch eine gewisse Grundlage und die Grundlage besteht in Arbeit. Und diese dynamische Entwicklung, sowohl auf dem Gebiet der Einwohneranzahl als auch auf dem Gebiet der Wirtschaft, führt einfach dazu, dass die ganzen Annahmen, die wir in unserer Berlin-Strategie, Frau Fraunz hat das ja gerade ausgeführt, lange erarbeitet haben, das ist dieses Heft Berlin-Strategie Entwicklungskonzept 2030, an vielen Stellen nach oben korrigieren müssen. Weil die Grundannahmen, die dieser Strategie zugrunde lagen, in den vergangenen zwei Jahren, ich will nicht sagen auf den Kopf gestellt wurden, aber in der Entwicklungsdynamik deutlich überholt worden sind. Wir werden also darüber nachdenken müssen, wie passen wir uns dieser dynamischen Entwicklung Berlins an. Und der Vorschlag ist diese Berlin-Strategie 2.0, das Heft, was Sie hier erhalten können oder schon ausgeteilt bekommen haben. Und zu einigen Handlungsfeldern, die daran aufgeführt sind, will ich nur mal sprechen. Nur mal vielleicht eingangs, wir brauchen keine völlig neue Strategie. Wir müssen nur die vorhandenen Handlungsfelder nach oben anpassen. Das will ich versuchen. Also der erste Punkt ist die Frage, diversifizierte Wirtschaftsstruktur stärken, integrierte Büro- und Dienstleistungsquartiere entwickeln. Für überregionale Dienstleistungen sind insbesondere Flächen in der inneren Stadt, hoch erschlossene Lagen
entlang der Achse zum neuen Flughafen BER und im Umfeld von Hochschulstandorten attraktiv. Lokal orientierte Dienstleistungen sind dann räumlich verteilt über die Stadt, auch in der inneren Stadt, aber eben auch in der äußeren Stadt als Angebot vorhanden. Wir werden in den nächsten Jahren mit einer Achsenverschiebung in Berlin zu tun haben, die wir berücksichtigen müssen. Im Moment sind die Strukturen orientiert auf den innerstädtischen Flughafen Tegel. Mit der Eröffnung des Flughafens BER und der Schließung von Tegel verschieben sich die Achsen in der Stadt. Es wird eine Verschiebung in Richtung Südosten dieser Stadt geben. Also die Südostlagen dieser Stadt werden attraktiv. Ich war vor einigen Monaten bei Siemens, habe die in Spandau besucht. Die wissen das sehr genau. Die können sehr genau ablesen, was passiert in der nächsten Zeit und wissen, dass sie mit ihrer Lage, also dann zukünftig keiner Flughafennähe, wirtschaftlich unter Druck kommen, dass sie sich überlegen müssen, welche Gewerbeflächenentwicklung betreiben sie denn als Siemens in Berlin. Man sieht schon sehr deutlich am Beispiel Münchens, was da passiert. Als der neue Flughafen München, neu ist er inzwischen nicht mehr, aber als der Flughafen München neu eröffnet wurde, München-Riem aufgegeben wurde, hat sich die Gewerbeentwicklung, überhaupt die städtische Entwicklung Münchens in Richtung Norden entwickelt, in die Lage des Flughafens. Insofern müssen wir mit unserer Stadtentwicklung schon darauf reagieren und in der heutigen Planung einbeziehen, dass diese Entwicklung den Südosten der Stadt deutlich stärken wird. Auch bei der Entwicklung neuer Stadtquartiere haben wir ja mit dem Wohnflächeninformationssystem 12 Standorte in Berlin ausgemacht, an denen richtig größere Wohnungsbauvorhaben, also 3.000 bis 5.000 Wohnungen pro Standort stattfinden können. Unser Ziel ist dabei, muss dabei sein, gemischte Quartiere entstehen zu lassen, also keine Schlafstädte. Wir lernen aus den Entwicklungen der 60er, 70er und 80er Jahre. Wir brauchen gemischte, lebendige Quartiere. Wie machen wir das an dieser Stelle? Indem wir versuchen, Gewerbebetriebe, urbane Qualitäten in den Erdgeschosszonen, an den städtischen Plätzen in diesen neuen Gebieten anzusiedeln. Ich werde immer wieder gefragt, naja, warum kann denn die, also am Innenstadtbewohner fragen mich, warum müsst ihr denn unbedingt in der Innenstadt bauen, es kann doch im äußeren Bereich der Stadt gebaut werden, das ist doch alles viel unkomplizierter, da müsst ihr doch nicht verdichten. Weil wir aus den Entwicklungen beispielsweise in Paris lernen, dass Banlieues nicht gut sind, dass die ausschließliche Konzentration auf eine Außenstadtentwicklung zu Schlafstätten führt, zu nicht urbanisierten Gebieten führt. Und das sind genau die Gebiete, die uns in 10, 15 Jahren als soziale Brennpunkte erscheinen und wieder mit Haufen Sozialmaßnahmen bekämpft werden müssten oder die Erscheinungen dann bekämpft werden müssten. Also suchen wir integrierte Quartiere zu entwickeln an verschiedenen Standorten in der Stadt und die als gemischte Quartiere. Und dabei hilft uns eine neue Planungskategorie für die Stadtplanerinnen und Stadtplaner unter Ihnen. Die Bundesregierung ändert gerade die Planungskategorien, schafft eine neue, auf Intervention der großen deutschen Städte, eine neue Planungskategorie, das sogenannte urbane Mischgebiet. Das heißt, damit sollen Wohngebiete ermöglicht werden zu den Lärmschutzbestimmungen der Gewerbegebiete. Unter der Annahme, dass das Gewerbe, was wir dort ansiedeln, eben nicht mehr laut ist, stinkend oder stark emittierend, sondern dass man im Wesentlichen das Klappern der Notebooks hört. Und genau das macht lebendige Quartiere eben aus, dass man Wohnen und Arbeiten wieder in einem Quartier vereint. Genau das macht ja Städte, macht auch Innenstädte besonders attraktiv, dass es dort diese Mischung gibt. Und das muss unser Ziel sein bei der Entwicklung dieser neuen Stadtgebiete, die Trennung zwischen Wohnen und Gewerbe aufzuheben. Das zweite Handlungsfeld ist Industrie- und Gewerbestandorte aktivieren und stärken, Standorte für Kreative und Künstler sichern. Bestandsunternehmen, Neuansiedlungen, Start-ups in Industrie und Gewerbe profitieren davon, dass sie bezahlbare Flächen nutzen können. Und da gilt es in Berlin, die Bodenspekulation zu begrenzen. Wir haben ja nicht nur steigende Grundstückspreise in Wohngebieten, sondern vor allem auch in Gewerbegebieten. Und eine Begrenzung dieser Preissteigerung dieser Spekulationen in Gewerbegebieten könnte darin bestehen, muss darin bestehen, einen konsequenten Schutz
vorzunehmen, vor konkurrierenden, ökonomisch stärkeren Nutzungen. Das heißt, bestehende Gewerbegebiete in der Stadt zu schützen vor herannahender Wohnbebauung und deutlich darauf zu bestehen, diese Flächen tatsächlich für Gewerbe vorzuhalten und auch eine klare Ansage zu machen, dass sich Spekulationen darauf, dass das eventuell mal Gebiete sind, die in Wohngebiete umgewandelt werden könnten und damit noch mehr Gewinn bringen können, nicht lohnen, sondern weil wir sie als Gewerbegebiete dauerhaft festlegen. Ich habe den Auftrag aus der Steuerungsrunde Industriepolitik bekommen, ein solches Kataster für Gewerbeflächen, Industrieflächen in Berlin erstellen zu lassen, um eine Übersicht zu haben, welche Flächen wir überhaupt haben, wie diese Flächen planungsrechtlich schon erschlossen sind, was Voraussetzungen sind, um weitere Flächen planungsrechtlich zu erschließen, sie mit Infrastruktur anzubinden. Das ist für Berlin von enormer Bedeutung, weil wir im Moment einen Flächenverbrauch von 20 bis 25 Hektar Gewerbefläche pro Jahr haben. 20 bis 25 Hektar Gewerbefläche pro Jahr verbrauchen wir. Und wenn wir dann mal analysieren, wie viel Gewerbefläche haben wir überhaupt in der Stadt, dann wissen wir, dass wir mit dem bisherigen Tempo bis 2025 reichen. Dann ist Schluss. Das kann aber nicht Schluss sein. Es darf an der Stelle nicht Schluss sein. Deswegen muss unsere Berlin-Strategie sein, neue Flächen zu erschließen, Übersicht zu gewinnen, an welchen Stellen wir Erweiterungen vornehmen können und unter welchen Bedingungen das der Fall ist. Wir schauen da besonders auf den Cleantech Business Park in Marzahn, wir schauen auf die Bahnlinse in Adlershof, 30 Hektar ehemalige Bahnfläche, die dort jetzt in Adlershof aktuell in Gewerbefläche umgewandelt werden, und wir schauen natürlich auf den bisherigen Flughafen Tegel und die Urban Tech Republic, die dort entsteht, gemeinsam mit der Ansiedlung der Beuthor-Schule, weil gerade diese Verbindung von Wirtschaft und Wissenschaft so wichtig ist für die Entwicklungspotenziale Berlins. Deswegen schauen wir darauf. Und ich will noch einen weiteren Punkt dort ansprechen. Am 1. Juli eröffnen wir, weil wir ja nicht nur über Beton reden, sondern auch über Grünflächen, am 1. Juli eröffnen wir die Bürgerbeteiligung zur Entwicklung des Spreeparks. Das ist dieser ehemalige Vergnügungspark im Plenterwald, das große Riesenrad, weit zu sehen, lange geschlossen. Die Idee ist, diese Fläche, 30 Hektar groß, wieder zu öffnen und zu sagen, wir betreiben dort Stadtentwicklung von unten. Gerade Künstlerinnen und Künstler machen auch die Attraktivität in unserer Stadt aus. Das ist ja das, was Berlin, das sind die Clubs beispielsweise, und Künstler ist das, was Berlin aufregend macht. Ich sage das immer, wild und spannend macht. Das ist das, was wir brauchen, damit die Menschen weiter zu uns kommen. Und die Idee ist, mit einer Anfangsfinanzierung, einer Beauftragung von Grün Berlin für Verkehrssicherheit im Spreepark zu sorgen und gleichzeitig Ansiedlungsmöglichkeiten, Ateliers für Künstlerinnen und Künstler zu bieten. All das, was zu bieten, was im Moment in der wachsenden Stadt zusätzlich immer wieder unter Druck gerät. Die Menschen oder die Künstler werden aus Ateliers verdrängt. Wir bieten ihnen dort neue Perspektiven, öffnen gleichzeitig das Gebiet und sagen, dort ist Stadtentwicklung von unten möglich. Also wir kommen dort jetzt nicht beim Spreepark mit einer fertigen Planung, sondern mit einem weißen Blatt Papier und sagen, lasst uns gemeinsam darüber nachdenken, wie wir diese Fläche nutzen. Und wenn wir ein paar Jahre brauchen, ist das auch gut. Aber das ist Stadtentwicklung von unten. Wir wollen dort Menschen einbeziehen, um bisher nicht erschlossene Gebiete wieder für die Stadt zurückzugewinnen. Einmal bei Gewerbegebieten und an dieser Stelle Spreepark für Grünfläche und kreative Nutzung. Das dritte Handlungsfeld dreht sich um die Frage, wie wir die Chancen durch neue Produktions- und Arbeitsformen in der Stadt nutzen. Neue Formen des Arbeitens und der Produktion wie der Industrie 4.0 werden zur wirtschaftlichen Entwicklung Berlins beitragen. Dort werden wir vor allem auf dem Gebiet der Digitalisierung vor Riesenherausforderungen gestellt, stehen schon vor Riesenherausforderungen. 75.000 Arbeitsplätze auf dem Gebiet sind in Berlin in den letzten Jahren schon entstanden. Und die Frage ist, wie fördern wir diese wirtschaftliche Entwicklung? Welche Voraussetzungen brauchen die Unternehmen, die sich an dieser Stelle hier in Berlin ansiedeln oder neu gründen? Frau Dr. Kramm wird in ihrem Beitrag da nochmal ausführlicher darauf eingehen, deswegen spare ich mir das an dieser Stelle, will bloß noch für den Bereich Stadtentwicklung sagen, wir werden bei der Entwicklung neuer Quartiere auch darüber nachdenken, wie wir gemischte Nutzungsstrukturen anbieten, diese Coworking Spaces,
die im Moment bei Bürogebäuden ganz aktuell sind. Also die Frage, dass man sich zeitlich begrenzt einfach mit einem Stick an einen Arbeitsplatz einloggt und eine begrenzte Zeit, sei es ein paar Stunden, sei es ein paar Tage, paar Wochen oder Monate, an einer Stelle arbeitet und sich dann in Lounges oder ähnliches trifft und zusammenarbeitet. Und gerade aus diesen Begegnungen von bisher unbekannten, einander unbekannten Menschen oder einander unbekannten Firmen Kreativität entsteht, wie wir das für die Stadtentwicklung in den neuen Quartieren nutzen. Weil wir davon überzeugt sind, dass darin die Zukunft solcher Quartiere liegt, dass man sich begegnet, dass man also nicht bloß einfach anonym nebeneinander wohnt, sondern Voraussetzungen schafft für gemischte Quartiere. Und dafür braucht man Begegnungszonen. Ich will, also das betrifft uns alle hier im Raum, wir werden ja alle miteinander zum Glück auch immer älter, aber wir sind anders sozialisiert. Und die Frage, wie wir eigentlich unseren Lebensabend gestalten und welche Voraussetzungen es gibt, mit der alternden Gesellschaft in Berlin umzugehen und Menschen auch zukünftig einzubinden, produktiv einzubinden, das ist eine Frage von Stadtentwicklung, die heute mitgedacht werden muss, wenn wir solche Quartiere entwickeln. Und diese neuen Arbeitsformen müssen uns aufzeigen, dass wir nicht in bisherigen Strukturen denken können. Also dass es nicht ausreicht, einfach über Supermärkte oder Ähnliches nachzudenken. Anschluss an den ÖPNV ist wichtig. Aber mitzudenken, wie Menschen in diesen Wohngebieten wohnen, einander begegnen und zusammenarbeiten können, Begegnungsmöglichkeiten gewinnen, das ist die Überlegung, die heute bei Stadtentwicklung eine Rolle spielen muss. Das vierte Handlungsfeld ist ganz oft besprochen, aber von enormer Bedeutung, nämlich bezahlbaren Wohnraum in der Stadt erhalten und neuen schaffen. Wir haben die neue Wohnungsbaupolitik konzipiert und auf den Weg gebracht. Wir haben die Liegenschaftspolitik umgeändert und auf den Weg gebracht. Es geht darum, preiswerten Wohnraum in Berlin zu erhalten, neu zu schaffen, eine sozial gemischte Stadt zu erhalten. Ich sage an dieser Stelle gerne, Berlin ist nicht London. London ist eine tolle Stadt, auf die wir alle schauen. Aber beim Mietenmarkt geht Berlin einen eigenen Weg. Wir wollen die sozial gemischte Stadt. Wir wollen, dass man auch im Inneren Berlins auch mit geringerem Einkommen noch wohnen kann. Und das, ja, das ist das Ziel. Das ist nicht einfach und dazu gehört Sozialwohnungsbau auch in der Mitte der Stadt. Auch wenn das vor Ort an einigen Stellen immer wieder auf Widerstand stößt, die Entscheidung darüber, ob wir den Londoner Weg gehen oder ob wir den Berliner eigenen Weg gehen, die treffen wir heute, indem wir heute Wohnungsbauprojekte auf den Weg bringen, indem wir heute Planungsrecht schaffen, auch für bezahlbaren Wohnungsbau in der Mitte der Stadt. Das ist die Grundvoraussetzung, die wird nicht in 10, 15 Jahren entschieden, dann ist es schon vorbei. Die Grundlage wird heute gelegt. Dazu gehört der öffentlich geförderte Wohnungsbau. Sie kennen das, damit haben wir uns ausführlich hier beschäftigt. Es gibt für mich eine Grundüberzeugung, Berlin wächst auch ohne uns, aber der soziale Zusammenhalt in der Stadt, der muss organisiert werden. Arbeit, Wohnen und Freizeit sind zusammenzudenken und deshalb gibt es hier eine integrierte Strategie. Und ein weiterer Punkt spielt dort eine Rolle, den ich jetzt bloß benennen will, um ihn nichts weiter auszuführen. Die Frage der altersgerechten Entwicklung dieser Stadt gewinnt eben auch enorm an Bedeutung. Auch das ist ein Thema, mit dem wir uns in der Stadtentwicklung beschäftigen müssen, dass wir eben nicht nur immer mehr werden und dass nicht nur die Kinderzahlen steigen, sondern dass die Zahl der über 65-Jährigen eben auch um 60% steigen wird. Und dass auch das Auswirkungen hat auf das Zusammenleben in der Stadt und auch das jetzt mitgedacht werden muss. Der fünfte Punkt ist, mehr Stadt in der Stadt zu ermöglichen. Was meinen wir damit? Mehr Stadt in der Stadt. Berlin setzt darauf, die bestehende Stadt zu verdichten. Das heißt, Aufstockungen, Dachgeschossausbauten, Lückenschließungen, Verdichtungen wie die intensivere Nutzung von eingeschossigen Supermärkten oder Fachmärkten, der Rückbau von überdimensionierten Verkehrsflächen. All das müssen wir tun, um flächenschonend zu arbeiten. Dieses Wachstum in der Stadt führt dazu, dass Grünflächen, Freiflächen zunehmend unter Druck geraten. Und wenn wir so weiterbauen wie bisher, verbrauchen wir zu viele Flächen, verbrauchen wir zu viele Ressourcen. Also müssen wir anders bauen als bisher, dichter und höher bauen als bisher. Und auch das tun wir, die Grün- und Freiflächen, die wir dauerhaft in der Stadt brauchen, die müssen wir sichern.
Deswegen reden wir nicht nur über Bebauungspläne und Änderung des Flächennutzungsplans, um Wohnungsbau zu ermöglichen, sondern haben gleichzeitig vor wenigen Wochen auch das Landschaftsprogramm wieder auf den Weg gebracht, um festzulegen, welche Grünflächen wir entwickeln, welche Grünflächen wir von Bebauung grundsätzlich freihalten, welche Grünverbindungen wir in der Stadt schaffen, weil beides zusammengehört. Sowohl der Wohnungsbau und die Schaffung von Infrastruktur als auch die Grünflächen und Freiflächensicherung in Berlin. Wir haben ja übrigens auch mit Brandenburg vereinbart, den sogenannten Siedlungsstern nur zu entwickeln. Das heißt, eine unabhängig von den Verwaltungsgrenzen unserer Länder entwickelt sich ja die Region. Und damit wir darauf achten, dass der Wohnungsbau und überhaupt die Bebauung entlang der Verbindungslinien der Eisenbahn und der Straßen folgen. Und wenn nicht Freiflächen am Rande der Stadt, freie Felder, freie Grünflächen am Rande der Stadt bebauen, haben wir im gemeinsamen Landesentwicklungsplan mit Brandenburg den sogenannten Siedlungsstern vereinbart. Also länderübergreifend festgelegt, wo gebaut wird, aber genauso festgelegt, wo nicht gebaut wird, um entsprechende Grünflächen in der Stadt und am Rande der Stadt erhalten zu können. Und wir werden in bestimmten Bereichen der Stadt, in Hauptzentren und im Umfeld von Halt- und Knotenpunkten des öffentlichen Nahverkehrs mit planerischen Konzepten zu vertiefen haben, inwieweit höhere bauliche Dichten oder städtebauliche Akzente wie Hochhäuser sinnvoll sind. Berlin wächst in die Höhe. Wir haben vor wenigen Wochen, 14 Tage ist es her, die neue Bauordnung von Berlin verabschiedet, die dritte Bauordnungsnovelle, die ganz intensiv diskutiert worden ist im Hinblick auf Barrierefreiheit und öffentliche Toiletten, die auch wichtig sind für die Stadt. Oder Feuermelder waren, ist auch ein öffentlich diskutiertes Thema. Aber der eigentliche Punkt für die neue Bauordnung war die Frage, wie lassen wir Verdichtung zu? Also wie kann man dichter in der Stadt bauen? Und ich verrate jetzt kein Geheimnis, wir haben die vierte Novelle der Bauordnung schon in Arbeit. Im Herbst diesen Jahres wird es eine vierte Novelle der Bauordnung geben. Da geht es vor allem darum, europäische Gerichtssprechung zu vereinheitlichen und in den einzelnen Bundesländern umzusetzen. Aber genauso haben wir Überlegungen in petto, wie wir weitere städtebauliche Verdichtungen zulassen, damit urbane Stadt entstehen kann. Und ich habe es beim letzten, vorletzten Stadtforum hier schon mal gesagt, wer es schon mal gehört hat, bitte verzeihen Sie es mir, aber ich muss es mal betonen, damit es jetzt nicht missverständlich wird. Kreuzberg und Schöneberg und die Altbauteile von Mitte oder Friedrichshain wären heute gar nicht mehr genehmigungsfähig, weil sie viel zu dicht bebaut sind, nach der bisherigen Ansicht der Bauordnung, der Baunutzungsverordnung. Gleichzeitig sind das aber die attraktivsten und begehrtesten Quartiere in unserer Stadt. Ziemlich viele Menschen wollen in Kreuzberg wohnen. Also städtebauliche Dichte und Qualität schließen sich nicht unbedingt aus. Es liegt an uns, wie wir das gestalten. Aber wir müssen dafür sorgen, dass wir es wieder möglich machen. Und deshalb denken wir über Novellierung der Bauordnung nach. Für die Expertinnen und Experten unter Ihnen, die Architekten, sei mal gesagt, woran wir da konkret denken. Bei einer Veränderung der Abstandsflächen ist im Moment bei Gewerbeflächen, sind im Moment bei Gewerbeflächen 0,2 H vorgeschrieben, bei Wohnungsbauten einen Abstand von 0,4 H. Die Überlegung ist, das zu flexibilisieren und beides möglich zu machen. Heißt, warum braucht eigentlich Gewerbefläche so einen großen Abstand vom Nachbarn? Das ist eigentlich einem Büro oder einem Handwerker oder einem Bäckerladen ziemlich egal, wie weit das nebenstehende Haus entfernt ist. Also können wir da bei den 0,2 H ruhig bleiben. Wenn man dann noch eine Büroetage drüber setzt, ist es durchaus möglich, in den darüberliegenden Geschossen weiter zu wohnen. Das heißt, man könnte es regeln, dass man sagt, bei einer stärkeren Verdichtung lassen wir unterschiedliche Abstandsflächen bei den einzelnen Häusern zu, um die Ansiedlung von Gewerbe und Wohnen an der gleichen Stelle möglich zu machen. Also diese gemischte Stadt zu entwickeln, das ist der nächste Schritt, den wir bei der Novellierung der Bauordnung planen. Das sechste Handlungsfeld ist die Infrastruktur als Anker der Quartiersentwicklung auszubauen. Das heißt, Infrastruktur neu zu schaffen. Und wenn wir neue Stadtgebiete entwickeln, muss die Infrastruktur parallel zum Bewohnerbezug hergestellt werden. Also Wohngebiete zu entwickeln, neue Stadtquartiere zu entwickeln und sie dann 20 oder 30 Jahre später an den öffentlichen Personennahverkehr anzuschließen, geht nicht. Berlin wächst nicht mehr über das Auto. Das kriegen wir in der Mobilität nicht hin. Das heißt, der öffentliche Personennahverkehr, der Anschluss an den ÖPNV muss jetzt mitgedacht werden. Auch Infrastruktur wie Schulen, Grünflächen,
Kultureinrichtungen, Sportflächen müssen jetzt mitgedacht werden, damit sie parallel zum Bewohnerbezug verfügbar sind. Und, weil wir heute über Wirtschaftsentwicklung reden, das Thema des Breitbandausbaus in Berlin muss eine größere Rolle spielen. Das wird im Moment immer nur in Fachzeitschriften mal so veröffentlicht und festgestellt, naja, einige Gebiete in Berlin sind ganz gut erschlossen, andere Gebiete nicht so. Das können wir von Seiten des Senats schwer steuern. Da sind die Mobilfunkfirmen und überhaupt die Telekommunikationsfirmen stärker gefordert als wir. Aber ein stärkerer Breitbandausbau in der Stadt ist auch Voraussetzung für eine größere Digitalisierung in Berlin. Wirtschaftsverkehr spielt übrigens auch eine Rolle. Also wir sind im Moment durch die öffentliche Diskussion sehr fokussiert auf Fahrradverkehr, ist mir schon klar. Aber für Arbeit in der Stadt ist Wirtschaftsverkehr und die Ermöglichung von Wirtschaftsverkehr auch von ausschlaggebender Bedeutung. Man wird Transportgüter, wenn wir alle im Internet stärker einkaufen, kaum mit der Straßenbahn transportieren können. Und Gewerbegebiete werden auch nicht mit der Straßenbahn erschlossen. Auch die Frage, wie wir mit Brückeninfrastruktur umgehen, wie wir Schwerlasttransporte in der Stadt weiterhin möglich machen, ist eine von ausschlaggebender Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung in Berlin. Siebtes Handlungsfeld, Berlin als Willkommensstadt stärken. Migrantisch geprägte Quartiere mit vielfältigen Einzelhandelsangeboten oder gastronomischen Angeboten, sozialen und religiösen Netzwerken sind ganz wichtige Bausteine der Willkommensstadt. Ich denke da an Quartiere wie Kreuzberg beispielsweise mit einer langen Migrationstradition oder an den Soldiner Kiez, der wie ein Katalysator für Ankunft und Integration wirkt, eine Integrationsmaschine ist. Aber für Integration in der Stadt sind letztendlich alle Quartiere in Berlin wichtig. Da geht es darum, Bildungs-, Sozial-, Gesundheits- und Kultureinrichtungen zu schaffen, Netzwerke von Gewerbetreibenden, alles, was dazugehört. Also Berlin ist eine Arrival City, unstrittig, unterscheidet sich aber von anderen solchen Ankunftsstädten. Gerade weil wir eben nicht Slums am Rande der Stadt entstehen lassen, weil wir keine Banlieues entstehen lassen, sondern weil wir Integration mitdenken. Und ganz offen sagen müssen, dass wir natürlich im Unterschied zu anderen Arrival Cities weltweit unter einer geringeren Drucksituation stehen. Also wir haben im vergangenen Jahr 60.000 Geflüchtete in der Stadt aufgenommen. Ich hatte vor wenigen Wochen den chinesischen Vizebauminister zu Besuch und habe ihm erzählt, Berlin wächst pro Jahr um 40.000 Menschen. Und er hat geantwortet, wir wachsen pro Jahr um 40 Millionen Menschen. Das subjektive Empfinden in der Stadt mag anders sein. Trotzdem ist der Druck bei uns noch geringer. Das bedeutet aber auch, dass wir die Chance, die in diesem etwas geringeren Druck liegt, nutzen müssen. Und dass wir die Steuerungsmöglichkeiten, die darin liegen, die Zukunft sicher zu gestalten und Integration möglich zu machen, nutzen müssen. Da gehört es auch dazu, Nachbarschaften von Flüchtlingsunterkünften zu stärken. Da gilt es darum, ein Integrationsmanagement im Umfeld solcher Unterkünfte, ein soziales Netz im Umfeld solcher Unterkünfte auszubauen, soziale Quartiersentwicklung mitzudenken, all diese Dinge. Aber meine Damen und Herren, Berlin, es geht jetzt nicht nur um Flüchtlinge, sondern um Menschen, die in unsere Stadt kommen. Und die Frage ist, warum kommen die in die Stadt? Die kommen nach Berlin, weil Berlin immer noch ein Freiheitsversprechen ist. Viele Sachen sind hier immer noch möglich, die in anderen Städten in Deutschland und Europa eben nicht mehr möglich sind oder nicht für möglich gehalten werden. Und in Berlin wird man sehr schnell Teil der Stadt. Wenn Sie in andere deutsche Städte, Kleinstädte ziehen, sind Sie die Fremden. Und ich habe mir sagen lassen, dass es Gegenden in Deutschland gibt, da ist man über Generationen, gehört man dann noch zu den Fremden. Das ist in Berlin sehr, sehr schnell anders. In Berlin ist man sofort Teil der Stadt und kann sofort die Stadt mitgestalten. Das ist nicht immer einfach. Beispielsweise Felix Herzog, der Organisator des Volksbegehrens Tempelhof, hatte 3 Jahre in Berlin gewohnt und dann hat er das Volksbegehren organisiert mit seinen Mitstreitern. In der Überlegung mag sein, dass ihr schon 8 oder 10 Jahre daran plant, wir kommen jetzt neu dazu und machen es anders. Oder ich war vor kurzem beim Umweltfestival auf der Straße des 17. Junis und bin dort von jemandem, der Unterschriften für den Volksentscheid Fahrrad sammelte, angesprochen worden. Er sei jetzt vor 3 Monaten aus Ulm nach Berlin gezogen und er habe noch nie so eine furchtbare Stadt erlebt, also was die Fahrradinfrastruktur betrifft. Ich habe ihm dann gesagt, na, es muss aber auch Gründe gegeben haben, nach Berlin zu kommen. Er hat gesagt, ja, die gab es auch, aber bei der Fahrradinfrastruktur muss ich was tun. Und er sammelte Unterschriften.
Das ist für Senatoren wie mich nicht immer einfach, damit umzugehen, dass die Entwicklung schneller ist und die Planungsprozesse, die wir haben, die Zeiträume, die wir für Planung haben, an solchen Stellen überholt werden, einfach durch den Zuwanderungsdruck, durch die Dynamik dieser Stadt. Und vieles, was wir im vergangenen Jahr noch für richtig gehalten haben oder 2014 noch für richtig und ausreichend gehalten haben, heute eben nicht mehr ausreichend ist. Aber es geht darum, die positive Kraft daraus entstehen, also zu erkennen, dass positive Kraft daraus entstehen kann. Also all diese Trends, all diese Ideen, die es in der Stadt gibt, Veränderungsbedürfnisse, individuelle Bedürfnisse, die es in der Stadt gibt, aufzunehmen und daraus für Berlin etwas zu entwickeln. Und meine Damen und Herren, da gehört auch dazu, die Perspektive auf die Stadt nochmal genau zu justieren. In der Berichterstattung der Presse, im Fokus der Politik steht immer sehr stark die Innenstadtperspektive, also die Stadt innerhalb des S-Bahn-Rings. Uns muss aber klar sein, dass 75% der Stadtfläche außerhalb des S-Bahn-Rings sind und dass es auch dort Perspektiven gibt, die wir mitzudenken haben und dass diese Stadtentwicklung sich eben nicht nur, Stadtentwicklungsverwaltung sich nicht nur um die innere Stadt kümmert, sondern sich um ganz Berlin kümmern muss und dass es dort verschiedene Bedürfnisse gibt, einerseits die Metropolenebene, andererseits die Kiezebene. Dafür brauchen wir stadtweit einen Lernprozess. Im Sinne einer solidarischen Stadt ist es wichtig, dass die Menschen die Entwicklung des Gemeinwesens möglich machen, sich einbringen können und dort ihre Interessen vertreten können. Und da sind Beteiligungsformate gefragt, auf die wir im Moment noch keine richtige Antwort haben. Ich sage an dieser Stelle gerne, ich bin da ein Suchender. Ich weiß, dass die Planungsprozesse, die wir im Moment anbieten an dieser Stelle, die Beteiligungsprozesse dafür noch nicht ausreichen. Aber es ist eine Herausforderung für die Entwicklung Berlins, dass so viele Menschen mitdenken und mitgestalten. Und es ist gut für die Stadt, dass so viele Menschen mitdenken und mitgestalten, auch wenn es nicht immer einfach ist. Meine Damen und Herren, zum Abschluss lassen Sie mich zum dritten Punkt kommen. Teilhabe durch Arbeit und Beschäftigung. Bei aller Begeisterung über die Entwicklung Berlins, alle Indikatoren sind positiv. Ich sagte schon, die Arbeitslosigkeit sinkt. Die Steuereinnahmen steigen, die Haushaltseinkommen steigen, wir können in der Stadt wieder investieren. Alle Indikatoren der Stadt sind positiv. Stellen wir doch fest, dass es Teile, große Teile der Bevölkerung gibt, die sagen, ich kann nicht davon partizipieren und das gar nicht so gut finden wie wir hier im Raum. Und die Frage, wie wir diese Menschen einbinden, wie wir es schaffen, dass die Berlinerinnen und Berliner von der positiven Entwicklung Berlins partizipieren, dass alle Berlinerinnen und Berliner von dieser Entwicklung unserer Stadt partizipieren können. Das ist auch eine Voraussetzung für die Entwicklung Berlins. Denn Planungsprozesse, Planungsrecht sind demokratische Prozesse. Wir können Berlin nicht gegen die Berlinerinnen und Berliner entwickeln. Wir brauchen zum Schluss demokratische Mehrheiten. Und demokratische Mehrheiten bekommen wir nur, wenn wir Menschen mitnehmen und ihnen Entwicklungsperspektiven bieten. Und eine ganz wesentliche Frage, sich nicht abgehängt zu fühlen, ist die Teilhabe durch Arbeit und Beschäftigung. Gerade deshalb ist Wirtschaftspolitik von enormer Bedeutung und läuft nicht nur so unternehmen her und wir beschäftigen uns lieber mit schönen Wetterthemen. Arbeit und Wirtschaftsentwicklung für die Stadt sind elementare Voraussetzungen für das Wachstum Berlins. Und deshalb es ist schön, dass wir uns an den 9,8% Arbeitslosigkeit und gesunkenen Arbeitslosigkeit in der Stadt freuen, aber Ziel ist nach wie vor Vollbeschäftigung. Ich sage das an dieser Stelle, da mag der eine oder andere von Ihnen den Kopf schütteln und Vollbeschäftigung heißt natürlich immer nicht, dass es 0% sind, sondern es gibt immer Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer oder weil sie es nicht wollen, gerade nicht arbeiten, aber dass wir uns leisten, in dieser prosperierenden Stadt Menschen ohne Arbeit zu lassen, das ist auf Dauer nicht gut. Das ist weiterhin politisches Ziel, Arbeit zu schaffen. Ich sage Ihnen das auch nochmal im Vergleich zu anderen europäischen oder deutschen Städten. Wenn Sie sich London oder Großbritannien anschauen oder Frankreich, da sind die Hauptstädte immer die wirtschaftlich stärksten Zentren. Sind die Städte, an denen die höchsten Einkommen erlöst werden, an denen das höchste Haushaltseinkommen zustande kommt.
also Paris, London. Das ist in Deutschland nicht so. Wir haben Städte wie München oder Hamburg, die ein deutlich höheres Haushaltseinkommen haben als Berlin. Auch das ist international noch durchaus normal. Also zwischen Rom und Mailand in Italien ist es ja genauso, dass Mailand ein höheres Einkommen hat als Rom. Aber dass eine Stadt, eine Hauptstadt unterhalb des Durchschnittseinkommens des Landes ist, das ist eine Besonderheit in Berlin. Und das ist die Situation, die wir gegenwärtig noch haben, auch wenn die Indikatoren alle positiv sind. Und deshalb ist die Herausforderung, Menschen an der wirtschaftlichen Entwicklung dieser Stadt teilhaben zu lassen, für Arbeit zu sorgen, für anständige Löhne zu sorgen, die Voraussetzung für das Wachstum Berlins. Unser Ziel ist eben ein soziales und solidarisches Berlin, in dem die Menschen, die hier leben, gerne hier leben, sich nicht verdrängt fühlen, persönliche und wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten bekommen. Das ist das Ziel der Stadtentwicklung, weil es eben kein Naturgesetz ist, dass Berlin wächst, sondern dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Also Sie merken, meine Damen und Herren, mit der Aktualisierung der Strategie zeigen wir Handlungsfelder auf, wie wir in Berlin mit dem zusätzlichen Wachstum auch zusätzliche Qualität gewinnen können und mit dem wir Schritt für Schritt besser werden können. Dazu brauchen wir Mut. Mut, uns auf Neues einzulassen und Mut, die Veränderungen zu akzeptieren. Wir brauchen aber auch Mut, Strukturen anzupassen. Deswegen fällt mir auch kein Zacken aus der Krone zu sagen, wir werden in der nächsten Legislaturperiode verschiedene Strukturentscheidungen verändern müssen. Also, dass die Energiepolitik beispielsweise im Senat an mehreren Ressorts angebunden ist, war keine kluge Entscheidung. Dass die Wissenschafts- und Technologiepolitik voneinander getrennt sind in unterschiedlichen Verantwortungen, war keine kluge Entscheidung. Dass Digitalisierung zukünftig beim Senat eine klare Verantwortlichkeit bekommen muss, ist, denke ich, ebenso klar. Auch die Personalentwicklung der Stadt auf zwei Senatsverwaltungen aufzuteilen, war keine kluge Entscheidung. All das sind Dinge, die wir bei der nächsten Senatsbildung nach der nächsten Wahl verändern müssen. Übrigens auch die Struktur der Aufgabenverteilung zwischen Senat und Bezirken wird neu justiert werden müssen. Schon allein aus der Altersentwicklung unserer Beschäftigten. In meinem Haus ist es so, dass von den 2000 Mitarbeitern in den nächsten 5 Jahren 700 in den Ruhestand gehen, aus Altersgründen. Wir können gar nicht so viel neu einstellen, wie Mitarbeiter aus Altersgründen in den Ruhestand ausscheiden. Und deshalb schon allein aus der Notwendigkeit, den öffentlichen Dienst in der Stadt handlungsfähig zu halten, werden wir Strukturen verändern müssen. Auch das Fahrradvolksbegehren beispielsweise hat ja recht, wir sind zu langsam beim Bau von Infrastruktur. Wir kriegen das Geld, was wir zur Verfügung stellen, im Moment nicht auf die Straße, weil die Strukturen, die wir im Moment haben, in der Aufteilung zwischen Senat und Bezirken nicht wirkungsvoll genug sind. Und deshalb ist diese Kritik ja durchaus berechtigt. Also dort werden wir Veränderungen vornehmen müssen. Aussitzen geht nicht, wegducken gilt nicht. Aber meine Damen und Herren, gestatten Sie mir mal die Bemerkung, irgendwas müssen wir auch richtig machen. Es gab ja jetzt die Diskussion über Failed City oder Failed State. Der Tagesspiegel hat darüber spekuliert, ob man uns einen Staatskommissar schicken müsste, damit die nächsten Wahlen organisiert werden. Also man kann es mit den hysterischen Diskussionen in der Stadt auch übertreiben. Also irgendwas machen wir richtig. Dass Berlin wächst, zeigt, dass richtige Entscheidungen getroffen worden sind. Gerade übrigens, heute ist ein guter Tag, um richtige Entscheidungen mal zu würdigen, dass vor 25 Jahren entschieden wurde, dass Berlin Hauptstadt wird, hat enorm positive Auswirkungen auf die Entwicklung dieser Stadt gehabt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, was in den letzten 25 Jahren hier in Berlin entstanden ist. Das hat ganz viel mit der Hauptstadtentscheidung zu tun. Und dass wir jetzt nicht preußisch-zackig sind, sondern dass rheinländischer Frohsinn und rheinländische Gelassenheit hier Einzug gehalten haben, dass wir eine bunte Gesellschaft sind und geworden sind, wenn wir mal zurückschauen, das hat viel mit der Entscheidung, die heute vor 25 Jahren getroffen worden ist, zu tun. Lassen Sie mich trotzdem noch mal sagen, bei aller Dynamik, die wir im Moment erleben, das Wachstum Berlins ist kein Naturgesetz. Wir sind eine weltoffene und tolerante Stadt. Deshalb kommen die Menschen zu uns. Das macht Berlin attraktiv. Und am 18. September, ohne jetzt hier zu politisch werden zu wollen, treffen wir eine Entscheidung, ob das in Zukunft so weitergehen wird. Ob wir weiter eine weltoffene, tolerante Stadt sind, bunt. Oder ob wir auf Abschottung setzen.
Und wenn wir auf Abschottung setzen, muss das mit der Wirtschaftsentwicklung in unserer Stadt nicht so weitergehen. Berlin bedeutet Freiheit und wir haben es in der Hand, indem wir uns beteiligen. Und bei allem Verständnis für organisatorische Probleme, die wir in der Stadt haben, die ich überhaupt nicht wegreden will, die Grundsatzentscheidung für die demokratische Entwicklung Berlins, die haben wir alle miteinander in der Hand. Und ich bitte Sie herzlich, die mitzugestalten. Heute in der Diskussion am 18. September bei Ihrer Entscheidung und in den darauffolgenden Jahren. Ich sage nochmal, Berlin hat die besten Zeiten noch vor sich. Vielen Dank. Applaus